So, hallo liebe Freunde von YouTube und Facebook, hier ist wieder euer spiritueller Anarchist. Heute geht es um das Thema Energievampire. Ihr seht, heute habe ich ein buntes Palmen-Bermuda-Hemd an. Ja. Das soll quasi ein bisschen das Gegenstück sein zu einem Energievampir, weil das Positivität ausdrückt, weil das Lebensbejahen ausdrückt. Ich liebe solche Hemden, muss ich ehrlich sagen. Weil sie schön bunt sind, weil sie ja bunt, lebensbejahende Ausstrahlung haben. Deswegen ziehe ich ganz solche Palmen-Bermuda-Hemden an. Ja, und jetzt heute geht es um das Thema Energievampire. Ich möchte jetzt aber noch mal kurz über meinen Kanal sprechen, was jetzt gerade zur Zeit in meinem Kanal abgeht, was gerade zur Zeit los ist. Ja, momentan wächst mein Kanal. Das ist sehr erfreulich. Das ist sehr großer Erfolg. Ich danke euch alle dafür. Es ist wirklich so, jeden Tag kommen 2, 3 neue Abonnenten, also es geht wirklich aufwärts, ja. Aufrufzahlen auch brutal, ja. Auch gerade das Video mit der Susanne Krieger-Langer ist extrem hochgeschossen, jetzt ist einer der beliebtesten Videos, wenn nicht sogar nach YouTube Analytics sogar das beliebteste Video. Dazu möchte ich noch eins sagen, ich habe ja über diese Profilerin 2 Videos gemacht. Einmal Warnung vor Susanne Krieger-Langer und dann ist einmal Stoppt vor Susanne Krieger-Langer. Das war der zweite Teil. Stoppt Susanne Krieger-Langer ist komischerweise nicht mehr auffindbar. Anscheinend hat sie das Video gemeldet. Ja, andere Erklärung habe ich nicht, weil ich würde es niemals löschen, nicht im größten Suff. Ja. Keine Ahnung, was da los ist. Ich halte euch da auf jeden Fall am Laufenden. Also auch nach den neuesten Recherchen, was ich gemacht habe, muss ich euch sagen, die Frau hat echt einen Mega-Knall. Und das ist gar nicht mehr, und das ist nicht untertrieben. Ja, ja, das soweit mit meinem Kanal. Also ansonsten läuft eigentlich alles sehr, sehr gut, sehr gemächlich. Zielrichtung wollen jetzt mehr spirituelle Themen sein, wobei Arbeit, Thema Arbeit auch nochmal drankommt. Übrigens bin ich sanktioniert worden, da mache ich dann auch nochmal ein Video. Ich mache als nächstes dann auch nochmal ein Video über Meditation. Da kam dann auch nochmal eine Anfrage. Werde ich auf jeden Fall machen. Ich gehe auf Kunden bzw. User-Wünsche ein. Ja gut, okay, dann kommen wir jetzt zum Thema Energievampire. Vielleicht kennt ihr das, dass Leute bei euch anrufen und ständig von Problemen erzählen, aber nicht lösungsorientiert oder nicht lösungsausgerichtet, sondern die erzählen Probleme und manifestieren eigentlich immer wieder das Problem und man gibt ihnen Ratschläge, man gibt ihnen Hilfe, man gibt ihnen Tipps. Nichts davon setzen sie um, ja, und wollen immer nur ihren Ballast bei anderen abladen. Ja. Jetzt, wenn ihr aber kommt und selber mal Probleme habt, dann werdet ihr auch schnell abgeblockt von solchen Leuten. Also die sind sehr ego-orientiert, sind sehr egoistisch, auch nicht unbedingt klug. Ja. Energievampire befinden sich auf einem niedrigen Bewusstseinsstand und sie versuchen von anderen irgendwie Energie und Kraft zu saugen. Ja. Und ihr fühlt euch danach leer oder ihr fühlt euch danach schlapp. Nochmal ein kurzer Hinweis, wenn jetzt einmal das jetzt wieder vergleicht mit den Psychopathen bei Susanne Krieger-Langer, der Unterschied, ja, wenn ich jetzt über Energievampire spreche, ist einfach, dass es für mich immer noch Menschen sind. Das nochmal kurz nebenbei. Menschen, die sich auch ändern können. Ja. Bei Susanne Krieger-Langer ist es so, dass sie Psychopathenpfeifen behauptet, dass die sich nicht ändern können, dass die so sind und immer so waren und dass es und entmenschlicht auch diese Personengruppen. Das mag nochmal kurz ein Hinweis. Aber wie gesagt, da kommt dann nochmal ein extra Video. Zurück zum Thema. Ja, Energievampire. Wie kann man sich vor Energievampire schützen? Ja, also man muss natürlich erstmal genau analysieren, was Energievampire sind, wie sich Energievampire verhalten, wie sie Energievampire, was die für eine Art haben. Ja, wie gesagt, das sind halt meistens Leute, die ständig von Problemen erzählen. Es ist ja kein Fehler, mal Probleme anzusprechen. Versteht mich nicht falsch. Ja, aber immer lösungsorientiert und das ist bei denen nicht der Fall. Ja. Energievampire sind auch zum Beispiel oft, nicht immer, ausländerfeindliche Menschen oder ja, rechte Menschen, Flüchtlingshetzer und Schimpfer sind auch oft Energievampire. Das heißt, Energievampire suchen immer die Schuld bei anderen, wenn sie Probleme haben. Ja, denken immer ständig in Feindbilder. Ja. Übrigens würde ich auch sagen, dass auch die Susanne Krieger-Langer halte ich auch wie ein Energievampir. Ja.
Weil sie hat auch das gleiche Muster, auch immer das Denken in Feindbilder, der Feind muss bekämpft, vernichtet werden. Ich habe keine Schuld, nein, andere sind schuld, ja. Das ist so sehr ausschlaggebend bei Energievampire. Das muss man auf jeden Fall wissen, ja. Und wie gesagt, also Energievampire sind nicht besonders klug, sie wollen die Probleme auch nicht lösen, sind auch nicht lösungsorientiert, ja, sie sind also immer nur problemorientiert, ja, sagen immer, was scheiße ist damit. Denn sie das eigentlich immer wieder manifestieren, manifestieren, manifestieren das Problem. Ja. Ich sage, ein Problem, das sich nicht lösen lässt, nutzt es nicht, sich aufzuregen. Es ist besser, dann dieses Problem einfach zu ignorieren. Und oft ist es ja so, dass sich das Problem dann von selber löst. Ja, ganz wichtig. Wie gesagt, Energievampire sind eben trotzdem Menschen, haben niedriges Bewusstsein. Man kann versuchen, das Bewusstsein anzuheben. Da ist es aber nicht dienlich, wenn man Energievampire mit Samthandschuhen anfasst, sage ich jetzt einmal. Ja? Also ihr müsst es selber wissen. Ihr könnt natürlich den diplomatischen Weg gehen, also wo wir jetzt dabei auch zur Lösung kommen, wie man mit umgeht, mit Energievampire. Ihr könnt einfach sagen, du, tut mir leid, ich habe die Schuld nicht für deine Probleme, ich kann das nicht ertragen, ich habe selber genug Probleme, sei mir nicht böse, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Ja? Das wäre jetzt mal ein Versuch zumindest mal, ja, dass man den Energievampir abblockt, dass man denen auch ganz klar sagt, was Sache ist. Oder man fährt ein bisschen einen härteren Kurs, dass man auch wirklich sagt, du bist selber schuld. Ja? Wenn du so dämlich bist und deine Probleme nicht löst, aber mal wirklich harte Worte benutzen, weil dann macht diese Person auf. Ja? Es ist ja nicht böse gemeint. Man will ja nicht dass er den niedermachen oder dass man diese Person hasst, sondern man will ja, dass die Person mal zum Nachdenken kommt. Ja? Dass er mal das Bewusstsein mal auf ein höheres Niveau kommt. Ja, und dazu muss der Hirnkasten erstmal da oben eingeschaltet werden. Und das muss man den Leuten auch ganz klar sagen. Schalt mal den Hirnkasten mal ein. Löst doch mal deine Probleme. Du Pfeife, ja? Also ich bin nur weil ich, es das heißt nicht, dass wenn ich spirituell bin, dass ich nicht auch harte Worte benutze. Ja? Wenn ich merke, dass das Bewusstsein bei jemandem stecker bleibt, beziehungsweise dass sich das Bewusstsein sogar noch zurückentwickelt, ja? Dann hau ich auch mal rein, ja, mit harten Worten. Weil so eine Person schadet ja anderen Menschen. Ja, und da hilft es ja nichts, wenn man da mal nur in Watte einwickelt. Hat ja keinen Wert. Ja. Und das ist dann eben, dass man dann auch wirklich dann, das wäre die andere Variante oder die zweite Stufe, wenn das der weiche Kurs natürlich nicht hilft, dass man dann wirklich auch harte Worte benutzt. Weil die Energievampire würden es genauso machen. Die haben auch keine Hemmung. Ja, denen ist das auch egal, weil die sehr egobezogen sind. Nur ich. Ja. Man sie auch reden, immer hat man ich, immer nur ich bezogen. Ich habe das Problem, ich habe das Leid, ich. Und andere sind schuld. Ja, ja wie gesagt, da muss man sich natürlich schützen. Man muss seine Energie natürlich wahren. Da muss man natürlich was einleiten. Ja, ist ganz klar. Und von dem her, ja, muss man auch überlegen, was tue ich? Ziehe ich solche Leute an? Bin ich vielleicht selber in manchen Punkten der Energievampir? Muss ich vielleicht an mir selber arbeiten? Auch das ist zum Beispiel eine Sache, wo ganz arg wichtig ist, dass man nicht selber auch andere Leute immer mit Problemen belastet, sondern dass man hergeht, löst, Lösung sucht. Ja. Probleme sind dazu, dass man sie löst. Ja, das wird auch jeder spirituelle Lehrer sagen. Alles im Leben sind Lektionen. Manchmal harte Lektionen, manchmal ganz schwierige Lektionen, manchmal auch schwierig zum Durchschauen, was steckt dahinter. Aber dann kann man sich zusammentun und kann sagen, hey, was steckt da dahinter? Was ist da die Lektion dahinter? Deswegen spirituelle Schulung, Geisterschulung ist immer ganz arg wichtig, ja, dass man sich mit Spiritualität beschäftigt, spirituelle Bücher liest, meditiert, die Videos von Marco Hümer anschaut. Ganz wichtig, ja, oder auch von Higher Mind und Jonathan Dylas etc. oder Spirit Balance und so, die ganzen Videos, Anatom, Zirbeldrüse entkalken und so weiter, Astralreisen lernen, das spirituelle Technik, Fasten zum Beispiel, könnt ihr auch mal ein Video machen, Fasten ist ja auch ganz, eine ganz interessante Sache, ja, spirituelle Praxis übt und Wissen sich aneignet, ist immer ganz arg wichtig, sich mit anderen austauscht, ja, um dann auch hinter das Problem zu kommen, auch dann zu verstehen, was steckt dahinter, warum werde ich denn mit diesem Leid geplagt? Ja, das ist doch das Interessante. Und nicht da Feindbilder und Schuldige suchen. Ja. Falls sich da jemand als Energievampir selber mal angesprochen fühlt, möchte ich das denen einfach mal sagen.
Ja, in den Schau machen, was kann ich tun, und was ich tun kann, ist immer, ja, kannst du nur immer wieder betonen, spirituelle Praxis, ethische Disziplin einhalten, ja, ganz arg wichtig. Ja, so, Energievampire, habe ich noch was vergessen? Ja, was gibt es noch so zu sagen? Ja, wie gesagt, Denken in Feindbilder ist einfach sinnlos, bringt nichts, ja. Führt immer nur zu Konflikten und so weiter. Und deswegen ist es einfach nicht gut, selber Energievampir zu sein. Natürlich, es hat keinen Wert. Ja, man muss die Probleme lösen, man muss ja vorwärts kommen. Man kann nicht immer nur die Energie von anderen absaugen. Ja, und selber muss man sich einfach auch schützen. Man muss seine Energie halten. Ja. Und es bringt nichts, immer nur sanft und nette Worte und freundlich zum sein, zu so einem Energievampir, weil dann bleibt er dumm. Ja. Und das habe ich oft auch bei Freunden, bei Kumpels gesehen, wenn man denen nicht die Meinung sagt, wenn man nicht klare Worte sagt. Ja. Dann bleiben die dumm. Man muss auch mal riskieren, auch Freundschaft zu verlieren. Ganz wichtig. Das ist dann wieder die Lektion des Loslassens. Ja, oder Buddhismus sagt, Freundschaften muss man loslassen. Freunde kommen und gehen. Wenn man das nicht kann, ja, dann hat man den kürzeren Zug. Dann hat man verloren. Ja. Und das ist nicht Sinn und Zweck des Erfinders. Das ist nicht Sinn und Zweck des Weges, was wir gehen hier auf der Erde. Ja. Die Seelen sind da, dass sie sich weiterentwickeln. Das ist eigentlich immer das Ziel, ja. Und man kann dabei auch helfen. Man kann sich helfen, ja, und man kann auch dem anderen helfen. Und wenn sich jemand nicht helfen lässt, dann ist es besser, wenn man die Beziehung beendet, wenn man sich trennt. Ja, ganz klar, ganz klar. Da muss man sagen, du, tut mir leid, wir sind nicht mehr auf dem gleichen Level, ja. Und dann geh du deinen Weg und ich gehe meinen Weg und fertig, ja. Okay. Ich hoffe, ich hat euch das Video gefallen. Wenn ihr noch was wisst über Energievampire, was für Techniken man anwenden kann, wie man noch besser mit denen umgehen kann, schreibt es in die Kommentare. Wie gesagt, es geht nicht darum, solche Menschen zu hassen, überhaupt nicht, oder zu entwerten oder zu entmenschlichen, ja, wie das so eine Krieger Langer bei Psychopathen und Pfeifen macht, sondern es geht darum, dass man sich schützt, nur darum, und dass man das Bewusstsein, ja, eines Energievampirs anhebt. Wenn möglich, ja. Also zumindest, dass man die Grundlage schafft. Dass man einfach mal sagt, jetzt schaltet mal der Hirn ein, du Idiot. Muss man auch mal sagen, du bist doch ein Depp. Ja, bist doch selber schuld, du Narr. Das muss man auch mal so knallhart sagen. Und so bin ich auch. Das heißt nicht, wenn ich, Leute, die mich kennen, ja, die wissen das. Also ich bin nicht nur, wenn ich spirituell bin, dass ich nicht auch mal harte Worte benutze. Das braucht man nicht meiner, ja. Ich kann auch bissig sein, ja. Und das ist auch richtig so. Nicht, weil man hasst, sondern weil man will, dass die Leute mal ihr Bewusstsein anheben, dass sie mal ihr Hirn einfach mal einschalten. Okay, war es wieder soweit. Morgen werde ich wahrscheinlich auch nochmal ein Video machen. Ja, vielleicht das mit der Meditation. Ich muss mal gucken, welches Thema jetzt gerade ist. Da gab es mehrere Themen. Ja. Und macht euch was gefasst. Also auch das Thema Susanne Krieger-Langer wird es auch noch den Kanal ziemlich beschäftigen. Astralreisen kommt auch immer wieder was, keine Angst. Ja. Ich habe jetzt letzte Zeit keiner mehr geschafft, weil ich es mit Frequenzen probiert habe, muss ich sagen. Zum Vorbereiten sind sie gut, aber ich sehe es zum Einleiten, ich wurde einfach zu wach. Jetzt mache ich es wieder, jetzt gehe ich wieder in den Ruheraum und schlafe da und mache ohne Frequenzen. Und dann werde ich auch wieder von Astralreisen hinbekommen und werde euch dann wieder auf dem Laufenden halten. Alles klar. Dann teilt das Video, abonniert meinen Kanal und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis bald.